Wie stellt man nochmal die Sicht um? 5. Ich komme hinter dich, ne? Alt F4. I. Nicht ein Warte, F4. jetzt. Ich muss aber näher ran, sonst sehe ich nicht alle. So. Sind wir alle da? Oh ja, sind wir alle da. Siehst du doch an F5. Ja, wir sind nur 5 Leute, ne? Ich habe gedacht, wir sind mehr. Okay. Irgendwie schaut jeder in der anderen Kamera. Ja, in die eigene. Ja, ich muss ja so gucken, dass ich auch alle draufkriege. Komm, du Guck mal, da Kuh. kommt eine Kuh. Kuh, setz dich hinten dran. Sehr schön. Weil, dein Deo, das lockt die Kuh an. Du Ah, hast, Dio. du hast, weißt du, wie dein Deo heißt? Wow, was der da macht. In den, von hier, Alter, du bist ja auch, ohne Witz, ne? Von hinten, ey, das gibt's doch gar nicht. Jungen, das geht doch gar nicht. Der Stricke muss wieder an seinen Platz, der ist jetzt zu weit vorne. Genau, du musst wieder nach hinten, dass wir 5 in Reihe und Glied sind. So. Okay. Darf ich Mod? Ja, das Ja. ist dein Ding. Ja, gut. 3, SpongeBob 2, Schwa. Achso. 3, 2, 1. Meins! Risiko! Den hatten wir schon Mann, mit ich war ja Risiko. wieder Risiko. Gut, Mutti. Jetzt läuft er wieder weg. Warum machst du das denn? Ey, weißt du, wegen dir verzögert sich die Aufnahme. Nicht. Es ist mir heiß. Komm, ich kann. Oh, sieh dich aus, ey. Also, ich beende die Aufnahme jetzt nicht mehr. Also, ich habe eine Brille durch zwei P's. Zwei. Eins. Fünf. Konnichiwa ist da draußen. Heute zu einem neuen Projekt und zwar Minecraft Day. Zusammen mit Julia Trin, Onkel Poppy, Schnigge, Chirurg. Mit einem Chirurgen, jawohl. Ich habe schon ein bisschen bei dem Tee. Heute zu Minecraft Pop die Kuh. Genau. Und ja, zu unserem kleinen ja, Achso, warte, Minecraft-Projekt. warte, 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 du hast ja uns aufgerufen. Ich muss noch was sagen. Was Hallo. musst du denn? Hallo? Ja, genau. Hallo. Hallo. Ja, zu einem kleinen Minecraft-Kreativprojekt nennen wir es jetzt mal, oder? Chillbeerbaum, Langzeitgedöns. Husch. Husch, husch die Kuh. Hast du auch so dein Fable für die Kuh, ne? Keine Ahnung, Arme. Projekt. Schon so nah reingezoomt, die arme Kuh. Ja, irgendwie schon. Ist man nicht mehr gewohnt, wenn man mal ein Jahr oder so nicht mehr spielt. Oh, und ja, wir werden jetzt hier die nächsten Folgen, Wochen, Monate, Jahre hier eine Stadt bauen. Hoffen wir Zumindest es wollen. versuchen wir es. Ja, Irgendwie, so gut es irgendwo. geht. Wir haben auch versucht, so viele wie mögliche kreative Mods mit reinzunehmen, dass wir auch dekorativ uns ein bisschen auslassen können. Und Minecraft kann auch rund bei uns in den Mods. Ja, Also. und damit es nicht zu langweilig wird, müssen wir die Stadt nur hier auf dieser Plattform bauen. Cool. Wird Ist sicherlich das wird funktionieren. Nee, hier ist das Spawnpunkt, den wollte ich markiert haben, schlicht und ergreifend. Ich würde mal sagen, wir legen da mal los, oder? Nur mal ein Mama! Ist paar die Frage, wo wir hingehen? Warum ist meine Minimap viereckig? Keine Ahnung, weil du sie Vielleicht auf eckig gestellt hast. Weil du sie warum habe auf ich einen eckig Fisch in gestellt meinem hast. Inventar? Weil du Hunger hattest. Genau. Schlicht und ergreifend. Wir haben Also. auch alle am Anfang ein Oh ME-System. mein Gott! Kugelnde Bäume. Schön. Ach, das stimmt, die Mod war ja hier drin. Ja, genau. Die habe ich Genau. mit. Die fand ich lustig, die wollte ich mit drin haben. Genau, also pass auf, um das nochmal kurz zu vervollständigen, wir haben uns ein paar Mods zusammengesucht, haben uns die zusammengestellt. Wer die mitspielen möchte, diese Mod, ist auch im Twitch-Launcher, in der Twitch-App zu finden und zu finden, Gefunden, ja? unter Day. Einfach nur nach Day suchen, weil Minecraft Day hat Curse nicht angenommen.
Wahrscheinlich gab es das schon irgendwo, keine Ahnung. Es heißt einfach nur Day, nach Day suchen. Ich glaube, wir verlinken das, glaube ich, auch noch in der Videobeschreibung unten drin. Also wer Bock drauf hat, kann das natürlich auch mitmachen. Der kann mit uns zusammenspielen. Es wird nach und nach, es sind erstmal nur so ein paar Ausgewählte drin, es wird mit Sicherheit nach und nach Mod-Erweiterung geben. Das heißt, es gibt immer mal wieder irgendwelche Updates, die damit zukommen. Es ist halt nur nicht, dass er heute oder morgen kommt, sondern bei Bedarf. Na, also das wird dann irgendwelche Erweiterungen mal irgendwann irgendwie geben, weil wir werden mit Sicherheit dann irgendwann an einem Punkt ankommen, wo wir die Mods durchgeeiert haben und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann wird es halt erweitert. Also das ist keine Frage. Genau. Die Frage ist, wollen wir am Anfang erklären, was es mit den Folgennummern auf sich hat? Wir wollten das ja, glaube ich, anders benennen, oder? Das kommt natürlich auch noch mit dazu und da gebe ich wieder unseren Sprachführer das Wort, bitte. Ja. Gerne, danke. Nicht unbedingt so leicht zu erklären, eigentlich schon. So, eigentlich schon. Eigentlich schon. Damit auch jeder Zuschauer fehlt. Ein bisschen zurechtkommt, weil wir haben ja doch mehrere Sichten, die hier vorhanden sind, haben wir uns überlegt, dass wir einfach sagen, hey, wir nehmen den Tag, an dem man aufnimmt, also heute zum Beispiel ist Tag 1, seht ihr an der Folge normalerweise. Genau, Zeitpunkt der Aufnahme ist auch der 1.8., muss man dazu sagen. Also wir fangen wirklich monatsfrisch an, dementsprechend ist heute Tag 1. Genau, und so dementsprechend wird der Servertag immer genannt, damit man weiß, das ist der und der Stand ungefähr, dass ein bisschen mehr Überblick habt. Wir dürfen ein paar Tage im Voraus aufnehmen und schieß mich tot. Aber so im Grunde, wenn ihr lest Tag 1 oder Tag 47, da sieht es überall bei jedem ähnlich aus. Nicht gleich, sondern ähnlich. Wenn man halt mal durch die Stadt läuft, dass man dann auch eben die anderen nicht spoilert zum Beispiel. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Also dass man halt so den relativ identischen Stand hat. Genau, weil auch wenn mal einer jetzt mal so eine Woche nicht keine Folge bringt, sondern erst in der nächsten Woche wieder was bringt, weil er auf dem Klo eingeschlafen ist oder was, keine Ahnung. und okay. Kam halt nicht dazu, solche Sachen halt. Genau. Nicht, dass ihr verwirrt seid, warum man Tag 1 bringt und dann auf einmal Tag 3 bringt und jeder fragt, wo ist diese Folge geblieben dazwischen? Ich hab's dann nicht. Genau. Ja, natürlich eine normale Folgennummerierung darf jeder auch noch mit einer Folge mit Nummer 1, 2 und 3. Ist ja egal. Hauptsache, die Tage sind mit drin, wie gesagt, dass ihr als Zuschauer wisst, wie, wann die Folge halt entstanden ist, damit ihr mehr Übersicht habt, wie es aussehen muss oder wie es aussieht eben. Ich komme gerade irgendwie nicht auf den Punkt, es tut mir leid. Wird dunkel. Ich habe gerade ein bisschen geschaut, wie man die Minimap umstellt, aber ich habe nichts gefunden. Da muss ich mal nochmal nachgucken, nachher im Internet oder so. Die Minimap gezaubert? Hier hat einer gezaubert. Ja, die hat so hässlich eckig jetzt. It's magic. Ja, ist blöd. Müsste eine Option, Zusatzoption irgendwo sein oder eine Taste. Ja, es muss eine bauen. Taste sein, weil vor kurzem war sie noch rund. Achso, die war noch rund. Weg. Gehst du weg? Die Shiro ist... Verfolgt dich die Kuh schon wieder? Nee, ja, so ähnlich. Stone Age. Ist es die Frage, bleiben wir hier irgendwo? Gehen wir woanders hin oder... Ja, das ist die Frage, genau. Wir machen das mit dem Bauorten, wer geht wohin, ja. Ja, trennen wir uns nicht? Oder? Wir können uns gerne ein Stück trennen, ich würde aber nicht sagen allzu weit. Es soll ja auch eine Stadt werden irgendwo, ne? Ja, und nicht Dorfleben. Ja, genau, soll irgendwo früher oder später eine Stadt werden. Ein bisschen Zusammenhalt auf jeden Fall, aber wir müssen jetzt nicht aufeinander hocken. Dann lasst uns doch irgendwo hier bleiben. Ja, die Frage ist halt, wollen wir direkt bei der Wüste bleiben, oder? Hier haben wir ein Wüstenbiom, da hinten haben wir Bäume ohne Ende. Also hier in der Gegend ist eigentlich schon schön, vor allem weil es schön nah am Spawnpunkt ist. Genau. Gut, den kann man zwar umsetzen, aber wer will das schon? Shortcut. Ich finde nichts mit Shortcut. Keybindings, Journey Map for Minecraft. Ich gucke jetzt mal ganz eben fix. Jo, mach. Zoom out, zum Eid, Open Fullscreen Map. Was man vielleicht nochmal erzählen sollte, bevor sich die Leute wundern. Wir haben alle entschieden, wir haben keine Lust auf große Kistensysteme. Dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, weil es am Anfang so viel Zeit rausnimmt, haben wir ein ME-System von Anfang an. Deswegen hat man hier im unten schon diese Sachen. Was aber nicht heißt, dass wir auch die Achievements davon schon haben. Das heißt, wir haben nur
ein ME-System mit einer 64K Storage Cell, also die größtmögliche, die es gibt, meine ich. Nee, ich glaube, es ist. Oder gibt es noch eine 128? Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was wir reingeladen haben. Mod-Aufzählung und so weiter mache ich wahrscheinlich nochmal nachträglich in die Beschreibung mit rein von auf der Twitch-App, dass man das nochmal sieht, welche Mods da drin sind. Ansonsten einfach auf der Twitch-App. Das Modpack suchen, da ist eigentlich alles drin, also. Ah doch, die 64K ist die größte. Ich dachte, ich hätte noch eine größere mit drin gehabt. Ich meine, das wären die Erweiterungen gewesen und die Erweiterung haben wir nicht rein von Applied Energy Storage. Das könnte sein, aber da kann man später auch nochmal drüber nachdenken, ob wir die mit reinnehmen. Genau. Was wir auch nicht haben, ist tatsächlich Zeit. Genau. Kühe. Doch, haben wir hier. Alles klar. Nein. sag schon mal, die Smeltery haben wir nicht mit drin. Also falls irgendwie einer sagt, macht doch hier so eine Levelwaffe oder sowas. Nein, haben wir nicht mit drin. Entweder noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Mal gucken. Ja, werden wir alles so nach und nach rausfinden, ob wir es brauchen, ob wir es nicht brauchen. Ist auch das erste Mob-Paket, was ich zusammengeklöppelt habe, muss man ja auch sagen. Ich habe eine Birne gefunden. Was sind die denn hier? Vom Baum, wollte ich gerade sagen. Kohlrabi. Was, Kohlrabi? Das ist Pam's Harvest Craft. Was für eine Minze. Ich werde mich hier mal räumlich niederlassen, wenn es okay ist. Also was haben wir jetzt platzmäßig gesagt? Einfach irgendwo hin und wo man bauen will, baut man, oder was? Ja, genau, so in der Nähe und alles. Ich weiß schon gar ein bisschen. Nicht, was ich bauen soll. Du bist schon ganz hingegangen, MG, ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich sehe Schnigge, ich sehe Julia und ich sehe Poppy, aber ich sehe kein MG. Ich sehe dich auch nicht, also der wenn du Richtung hinter... Der ist Westen gegangen. Genau. Also ich werde mich hier häuslich niederlassen, da wo Shiro schon am Kloppen war eben. Also ich finde den Fluss schön anschaulich. Anschaulich? Anschaulich. Ja, ich hab den Sprechen schon wieder verlernt. Ich hab einen Berg gefunden, ich gehe mich einbuddeln. Ja, da geh dich einbuddeln. Was ist jetzt mit der Minimap? Warum ist die viereckig? Ich weiß es nicht. Was drückst du auch wieder rum? Ich hab nicht drum bleiben. Ich mach mal jetzt, weil vielleicht geht dann. Nee, unwahrscheinlich. Oder zum Meer. Ist das Meer oder ist das ein See? Was meinst du denn? Das ist, glaube ich, ein Meer. Mehr See. Oh ja, das ist ein Meersee. Da kann man See. Mehr sehen. Yay. Oh ja, hier gehe ich hin. Ich gehe zum Wasser. Da ist ein blauer Blümchen. Blaue Blümchen? Blaue Blümchen ist toll. Was ist Mauerflower. Das da? Oh, was ist das? Das ist ein Durian oder so? Wow, ich habe eine Birne gefunden. Ich bin der Ofenmann. Schon eine halbe Ewigkeit her, wo ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Ich mach den Ofenmann. Bei mir ist es eine Ewigkeit her. Bei mir ein paar Wochen, Monate. Jahre. Nee, nicht ganz, tatsächlich. Ich habe mich irgendwann mal an so einem Parcours versucht. Oh ja. Vor einem Jahr? Ganz rein ohne. Hast du Schluck auf oder was war das eben? Meinst du Spirale, Schnecke? Ich hatte eine Spirale. Achso. Eine wunderschöne Map. Puh. Einmal, ich muss echt mal gucken, ob von Dropper was Neues rausgekommen ist in der ganzen Zeit, wo ich kein Minecraft gespielt habe. Ich habe die Dropper-Maps geliebt und gehasst gleichzeitig. Dann läuft's ja. Wenn man das im E-System jetzt aufstellt, ja, mit welchem Werkzeug kann man das denn später wieder abbauen? Eine Wrench. Ach, das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach hinstellen, deswegen. Wenn die steht. Du brauchst eine, ich glaube, Minimum eine Eisenaxt. Okay. Das brauchst du Minimum, glaube ich. Die habe ich ja noch nicht abgebaut. Du kannst auch eine Wooden Wrench machen mit zwei Holzblöcken und zwei Stöcken. Wollte ich gerade sagen. Irgendeine Wrench musst du auf jeden Fall machen. Also du kannst, ist alles mit drin. Wir haben vorgedacht, so mehr oder weniger. Jetzt packt meine Map halt total. Jetzt zeigt die halt noch nicht mal anständig was an. Wirklich? Was hast du jetzt angestellt? Ja, nix. Wobei meine Map auch. Oh, kaputt. Meine Map auch nur irgendwas Dunkles zeigt. Ja. Dimension Overworld? Ich glaube, ich sollte für das bessere Verständnis wieder auf Englisch stellen. Ich habe sie nicht mal auf Deutsch umgestellt. Schon. Immer oh Gott, ich hasse diese Baummod jetzt schon.
kümmere mich. Ey, da ich hast du so einen großen Baum und ja, oh nee. Ja, kugelt halt. Ich finde es ja, schön. Ja, super, ich finde es klasse. Klasse. Es ist, ein bisschen realistischer. Ja. Ja. Klassiker. Ja, ja. Darf ich nicht beschweren, ich habe mein MI-System bekommen. Es ist ja auf meinem Mist gewachsen. Aha, Frau wieder. Danke. Bitte. Spare ich mir 80 Milliarden Kisten. Yeah. Woo. Es ist halt irgendwie wirklich so, wenn ich an Minecraft denke und neu anfangen, muss ich halt immer dran denken, da stellst du diese eine obligatorische Kiste hin. Diese Scheißdreckkiste, wo dann alles reinkommt. Da fliegt alles rein und die bleibt auch bis zum Schluss des Projekts irgendwie dort stehen. Und das Schlimme ist, die eine Scheißkiste reicht dann am Ende nicht mehr aus. Genau. Und du machst dann da zwei Kisten draus und dann machst du drei Kisten draus, also Doppelkisten, ich rede jetzt von Doppelkisten. Und am Ende sind es irgendwie erstmal 20 Doppelkisten, bis du das ML-System kriegen kannst. Und dann hast du irgendwann mal so, dass du irgendwas suchst und gehst dann 5 Folgen farmen, nur damit dir dann ein Zuschauer in die Kommentare schreibt, das aber in der einen Kiste da oben rechts und dann 2 nach links und 2 nach unten, da war das doch drin. Hast du das nicht gesehen, du Doofmann? Ja. War doch klar offensichtlich. Ich fühle das so. Das kennt jeder, der mal irgendwie Minecraft gemacht hat über längere Zeit. Es ist wirklich so. Und das Lustige ist, wenn du aufnimmst und das bespielst, dann hast du da eine ganz andere Betrachtung, einen ganz anderen Blick für, als die Leute, die einfach nur zu Hause zurückgelehnt sitzen und zuschauen. Oh ja. Das ist tatsächlich so. Oder was auch cool ist, die Zuschauer, wenn du durch eine Höhle gelaufen bist, so, du hast Minute 6:43 ein Dia übersehen. Wir haben das mit einem Pixel genauer können. Aber wohlgemerkt, du bist da am Rumlaufen und weißt eh schon nicht, wie du wieder zurückkommst. Und ja, komm da wieder hin. Ja. Mach mal alles. Da ist ein Dia. Nimm den Merkst du dir sowas nicht? So, irgendwer kann mir jetzt mal erklären, wie dieses ME-System aufgebaut wird. Das habe ich dir schon mal erklärt. Du kannst auch bei mir vorbeikommen und kannst dir angucken, kannst dir einen Screenshot machen und kannst aufbauen. Und genau, so wie ich Poppy kenne, hat es dir auch schon aufgestellt. Handy, nee, in der Tat nicht. In der Tat buddel ich erst noch und mache mir eine schöne Plattform. Plattform? Plattform. Ja, aber ihr müsst aber dran denken, dass euer ME-System nur tagsüber funktioniert, ne? Und nicht nachts. Nee, die Solarzelle ist groß genug, dass die auch nachts durchspeist. Also really? Habe ich hier draußen Habe ich bauen? Extra ausprobiert. Ja, es sollte draußen schon Tageslicht sein, ja. Ja, momentan muss dein Mond noch mit Tageslicht arbeiten. Du kannst aber später Stromleitungen verlegen, damit du die Solarzelle draußen hinpacken kannst. Ne, musst du deinen Generator natürlich bauen, musst dir zusehen, dass du entsprechend Strom generierst. Wahrscheinlich am sinnvollsten halt auch noch ein Stromreservoir machst, sozusagen. Energy Cells. Das ist eine Solarzelle Stufe 3. Hatte ich schon gesehen. Ja, ein bisschen speichert die in der Tat. Dicken! Hallo? Ich will jetzt nicht sagen, was ich gerade jetzt verstanden habe, ne? Ja. Ich habe dasselbe verstanden, aber ich kann aus Erfahrung sprechen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Aus Erfahrung. Wow. Wenn sie das wirklich sagen würde, würde sie anders klingen. Die sind ja nun auch jugendfrei, ne? Ist ja nicht so. Hier hat einer Magenprobleme. Irgendwer hat hier Magenprobleme. Wo bist du denn? Was hängt denn hier an den Bäumen? Ich gehe erstmal zu meiner Kuh. Ah, meine Kuh, da ist sie. Was hängt denn hier vom Baum? Wo bist du denn? Ach, da unten seid ihr, ihr Alten. Ich dachte, um ehrlich zu sein, ich hätte deine Kuh umgebracht. Wie mache ich das jetzt, damit man weiß, dass ich hier baue? Ich mache einfach das ist alles jetzt voll. Erstmal einen Zaun oder so. Oder was? Bau halt ein Schild hin. Ja, wir sind ja auch schon so viele. Ich meine, Julia, ich sage nicht so, dass ich jetzt hier meinen eigenen Bauplatz habe. Ich gehe jetzt straight dann, wo du bist, um das anzubauen. Nee? Wir können aber auch gut abzäunen, in Gottes Namen. Das kriegen wir hin. Ich kenne ja die Geister. Du bist auch am Wasser? Oh mein Gott. Genau. So, damit ich in meiner ersten Folge auch noch was zeige, außer dass ich buddele, baue ich natürlich in meiner ersten Folge erstmal ein ME-System provisorisch auf. Warte, auf. Ich kann gucken. Wo bist du? Das heißt, ich klatsche mir jetzt erstmal ein. Wartest du auf mich? Nö. Warum? Bitte. Danke. Auf was denn war? Ach so, wegen ME-System oder wie? Ich wollte es doch erklären. Nigga, du warst doch bei mir in der Nähe. Wo ist er denn?
Ich wollte es doch einfach nur erklären. Also pass auf, ich setze den ME-Controller hin. Auf den ME-Controller knall ich das Solarpanel. Jo. Dann hat er Strom, der ME-Controller. Jo. Daneben setze ich das ME-Drive neben den ME-Controller, damit das ME-Drive Strom vom Controller bekommt. Genau. In das Drive setze ich meine Storage Cell. Das heißt, ich klicke das Drive mit der rechten Maustaste an, öffne das Menü, schiebe die Storage, die Speicherkarte oder Diskette da rein und dann leuchtet die grün. Das heißt, die hat Strom. Dann klemme ich mein ME-Glaskabel an den ME-Controller an und daran knall ich das ME-Crafting-Terminal. Und dann habe ich ein Tada! ME-System. Sie müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Und dann kann ich meinen ganzen Scheiß da reinlegen und habe wieder ein leeres Inventar. Ich werde verfolgt. Von was? Aber wenn du in die Richtung läufst, ne? Ja. Yeah. Sei vorsichtig, da ist eine Höhle, da kann man einfach reinlaufen. Das ist einfach ein Riesenloch. Cool. Da geht's runter. Ist immer schön, in Löcher zu laufen. So, was mache ich denn hier? Ich renne hier gerade meinen Namen wieder alle Ehren. Wieso? Mach jetzt einfach erstmal eine hässliche Bude. Ist eine Schnitte? So, wurmige Dingen, Solarzelle drauf. Dann links neben, Storage, ne? So, weil das ist oder rechts oder wie oder auch rechts, immer, wie völlig auch immer. Egal, genau. Dann das Kabel. Genau daran. Und dann daran das Panel. Oh. Wenn ich mich verbaue, habe ich ein Problem, weil dann brauche ich erst eine Axt, oder wie? Geil. Nee, eine Wrench. Du kannst, ja. Ich habe festgestellt, du kannst auch mit der Stone Pickaxe abbauen. Okay, gut. Ohne, dass irgendwas kaputt geht. Wenn irgendwas kaputt geht, in Gottes Namen, ihr kriegt die Bauteile wieder. Genau, ihr müsst nur farmen. Oh. Oder lieb bitte sagen. Lieb? Okay, da kann ich es vergessen. Okay, wenn's so weit schon ist. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Boah, wisst ihr, was wir noch für eine Mod drauf gebraucht hätten? Warte. Jetzt kommt. Wie, ich schub's das automatisch nach, wenn ich das den Stack aufgebraucht habe, Mod. Inventory Tweaks. Ja, genau das. Ja, können wir nachrüsten. Ist kein Thema. Gibt's ein Update? Woo! Was ist denn hier für ein komisches Gebilde? Müssen wir da was machen oder updatet sich das von alleine? Das updatet sich nicht von alleine. Ihr müsst das Update dann in eurer Twitch-App, sobald verfügbar, dann eben aktualisieren lassen. Ah, dann kriegen wir wahrscheinlich so eine Chat-Meldung, so ein neues Update, bla bla bla. Und dann richtig. Das. Mal so eine komische Frage. Wieso liegt hier Obsidian auf offener Erde? Nebenrum Kies und Stein. Weil da Lava war? Nein. Es sieht nicht nach Lava aus, nicht mal ansatzweise. Da hätte Lava schon regnen müssen. Keine Ahnung. Ah ja, seltsam. Hätte es regnen müssen. Oh, das wird so. Oh, Shiro, du bist da, wo du jetzt gerade bist? Das ist deine Base? Ja. Bist also meine direkte Nachbarin? Onkel Poppy, dann kommt ich und dann kommt Jule. Wir sind fast in der Linie. Julchen ist rechts von dir, oder was? Ah, lol. Dann lauf ich mal. Mal zu mir bitte, ich krieg das hier nicht hin. Wo Danke. Bist du denn? Am Spawn. Wo ist denn der Spawn? Schnicke, komm Richtung Westen, komm zu mir. Ich weiß doch gar nicht, wo du gestartet bist. Ach, warte mal, ich versuche mal zu dir zu kommen. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich aus Holz so wenig Sachen craften kann, wie es mir eingefallen ist, weil wenn ich eine Workbench aufstelle und in der Workbench die Dinger verteile, kann ich mehr bauen. Das finde ich gut. Wie hast du das geschafft, dass du das Terminal auf den Boden stellst? Ich krieg das hin. Warte, als, ich helfe dir mal kurz. Admin, bist du da oder was? Dann kann ich mir den Weg ersparen. Ich helfe dir mal kurz. So, was man hier drauf platzieren kann, muss man im Umschalter drücken. So, so geht's. Warte mal. Und jetzt? Und da die Diskette reinschieben unten. Wieso? Das ist keine Diskette, was du in der Hand hast. Guck mal, was ich in der Hand hab. Guck mal. Ich hab das und das hab ich noch. Mehr hab ich nicht mehr. Ja, aber du brauchst die Diskette. Das ist erste. Wieso sind hier Spinnweben am Bauen? Ich hab keine Diskette. Darunter können du hattest sein, zwei Sachen. Das habe ich und das habe ich. Ach, du hast das Ding zerlegt. Du musst es zusammencraften, das Ding wieder. Das auch noch. Ja, du hast es zerlegt.
Haben wir die Mod mit drauf? Das, wir haben noch keine Extrem-Mobs hier drauf. Nee, normal nicht, oder? Wenn wir immer Bäumen, klingt so nach diesen Spinnen. Oh, warte mal, jetzt wird's ja dann Nacht und dann kommen ja Viecher und ach du Scheiße. Ja. Es wird nicht Nacht. Ja. So, haben wir gemacht. Lass es doch Nacht werden. Nee, jetzt erstmal nicht. Das können wir dann irgendwann, wenn wir mal so ein bisschen erweitert sind. So die zweite Folge oder so können wir machen. Genau. Aber ich würde mal sagen, wir sind schon sehr gut drüber von der Zeit. Den würde ich gerade fragen. Ach Quatsch. Ja. Das ist gut, Quatsch. Ich habe ein ME-System gebaut. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich meine, jeder hat ein ME-System mittlerweile. Das ist doch ein guter Ende für die erste Folge. Nein, nicht jeder hat ein ME-System. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Okay, ich komme zu dir. Oh, dann sag das doch. Ich will es eh noch nicht aufbauen. Ich will es erst aufbauen. Ach, wenn jetzt kommt sie so. Ah, okay. Okay, alles gut. Können wir jetzt abmod? Ja. Tschüss. Mach doch. Lass dich nicht aufhalten, oder? Ja. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Nicht nur mir, auch den anderen, die dabei waren. Und der Clou ist, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben. Genau. Wäre auch cool. Easy. Könnt auch zu den anderen wechseln. Unten in der Videobeschreibung sind alle verlinkt. Ich habe ihm Tee. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.